Aloha Muchachos, hier bin ich wieder, euer Dekonstruktivist von den Losers. Und ich habe heute Strive für euch, die Strive Beta. Ja, Strive ist. Verzeihung. Strive ist ein MOBA-Titel, ähnlich wie League of Legends oder Dota oder Honn oder was es sonst alles gibt. Im Moment Matchmaking, wir gehen nur auf PlaceDrive, suchen uns einen Hero aus. Ich habe bis jetzt ziemlich oft den Rook gezockt. Machen wir was anderes. Zocken wir mal den Vermillion. Ja, das ist eine kleine Besonderheit von Strive, die Pets. Da habe ich jetzt den Pinsir und den Tortoise. Erzähle ich euch gleich in-game und nach dem Game nochmal, was sie bringen. Und US, muss ich US? Ich muss US. Versus Players wollen wir natürlich. Hier könnten wir noch andere Freunde einladen, aber der Mabossa ist leider gerade nicht on. Und jetzt gehen wir auf Place Drive und warten, bis was passiert. Das dauert auch gar nicht lange in den meisten Fällen. Ja, da sind wir auch schon wieder im Ladebildschirm. Das ist jetzt nur mein Ladebildschirm. Denn wenn ich vollgeladen habe, komme ich oft schon auf die Map. Wir haben hier Waiting for Players. Wir sehen hier, wie lange die anderen noch brauchen. Aber wir können jetzt schon mal unsere Skills machen und einkaufen. Target Location to deal 85 Magic Damage and Apply 35% Movement Speed Slow für 2 Sekunden. Piercing Shot owns every 6 attacks. The attack will pierce through all units in its path and deal 45% Attack Damage. Passively increase Attack Range by 45 and gives plus 2 Base Attack. Fangen wir doch damit an. Kaufen wir mal ein. Auch hier gibt es Recommended. Was nehmen wir? Wir fangen mit den Schuhen an, offensichtlich. Sind gekauft und haben jetzt noch ein bisschen Gold über, kaufen uns nochmal 2 Heiltränke. Mehr kann man auch gar nicht mitnehmen. Und ja, sind gerade perfekt fertig geworden. Die Map erinnert stark an LOL, würde ich einfach mal sagen. Wir haben hier 3 Lanes, Top, Mid und Bot und haben dazwischen den Jungle. Im Jungle haben wir verschiedene Camps. Ich weiß nicht genau, ob es auch Camps gibt, die Buffs bringen. Ich habe noch nicht gejungelt. Aber hier ist ein Camp. Das ist so ein Sentinel, so ein Engel oder irgendwie sowas. Der bewacht diesen Gorilla hier. Da sollte man möglichst mit 4 Leuten oder so hin, ab einem gewissen Level. Und dann kriegt man diesen Gorilla hier, der für einen wie eine Art Super-Minion die Lanes durchpusht, das kann sich dann aussuchen, auf welcher Lane. Und hier ist noch ein Fatzke. Ich glaube, der bringt nur Gold und Erfahrung oder so, keine Ahnung. Ich glaube, der hier ist so wieder Drake oder so. Ja, und sonst auf jeder Lane 2 Tower, dann haben wir hier sowas wie ein Inhibitor oder so. So ein Generator und das Hauptgebäude. Und ich würde jetzt eher ungern da reingehen. Hier haben wir die Spezialfähigkeit von unserem Pinsir, von unserem Pet. Der removed Crowd Control Effects, denke ich, sehr gut für den ADC. Stuns, Slows. Entfernen alle 4 Minuten. Hier haben wir andere Skills. X und C sind die Pots. Und dann, wenn wir sie weit genug ausgebaut haben, kommt bei unseren Schuhen noch eine Fähigkeit. Das ist dann auf D. Hier gibt es welche, die haben so einen eingebauten Flash. Allerdings mit Channel-Zeit. Und die ich mir kaufen werde, haben einen Movement Speed Boost. Hier, wenn man auf der Lane ist mit jemandem, dann kriegt man auch das Gold, wenn er den Last Hit macht, glaube ich. Gucken wir mal eben, ich mache jetzt mal den noch, aber den macht er jetzt. Zack, da haben wir auch bekommen.
Ability upgraden. Also das ist ganz praktisch, aber sonst auch nicht wie bei Dota, ne, schon gar nicht Dota, sondern wie bei, was war das, Smite oder so? Ja, bei Smite zum Beispiel, da gab es ja das Gold, auch wenn man nur auf der Lane ist, während die Minions sterben, da musste man nicht selber Minions killen. Hier, wie bei LOL und ziemlich allem anderen, nur per Lasted. Und es gibt kein Deny wie bei Dota. Ansonsten haben die Gegner einen Jungle. Ich sehe auf der Toplane noch niemanden gerade. Wieder ein Level Up. Ich habe noch kein ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Skills irgendwie schneller zu verteilen. Man muss immer da draufklicken. Aber gut, ich habe jetzt auch eigentlich immer die Zeit gefunden, das zu tun. Bam! Da haben wir den vierten Schuss gehabt. Und ein bisschen extra Schaden rausgedealt auf die Caprice. Schade, dass wir jetzt mit irgendeinem sind auf der Lane. Ich habe allerdings auch schon mit Mabossa herausgefunden, dass auf der Botlane mit einem Supporter jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist in der derzeitigen Meta, die wir haben bei Strive. Denn es wird halt ziemlich oft, wie wir hier auch gerade sehen, ADC mit einem Bruiser gespielt. Und da ist dann der squishige Supporter meistens ziemlich aufgeschmissen. Vor allem, weil es im Moment auch noch nicht so viele Champs gibt. Das heißt auch noch nicht so viele Supporter, die man dann irgendwie noch andere Möglichkeiten hätte mit den Supportern. Ich kenne hier nur eine, die ist so ein bisschen ähnlich wie Zyra mit so Pflanzenzeug. Aber das soll uns nicht stören. Muss ich jetzt der Meta anpassen. Dies muss ich allerdings auch alles noch herauskristallisieren. Es ist ja erst die Beta. Es ist sogar noch die geschlossene Beta. Das heißt, das Game ist ziemlich am Anfang. Es werden sicherlich noch mehr Champs kommen. Damit dann auch mehr Möglichkeiten. Und es muss sich ja erst eine richtige Beta herauskristallisieren dann. Und jetzt, bam. Und wir nehmen wieder Deadeye. Mehr Reichweite und etwas mehr Schaden. Zack, zack. Jetzt zeige ich mal eine weitere Besonderheit, beziehungsweise ähnlich wie bei Dota. Man kann einkaufen, während man auf der Lane ist. Zack, zack. Pot brauchen wir nicht und dann drücken wir G. Dann kommt unser Wieselviech-Eichhörnchen angelaufen. Und bringt uns unsere Items, die wir haben wollen. Ich glaube, bei Dota ist das so, da hat das ganze Team so ein Wiesel. Und wenn der unterwegs ist, ist er unterwegs. Aber hier hat wirklich jeder seinen eigenen. Der hat mir jetzt mein Zeug gebracht. Und sobald er wieder in der Base ist, könnte ich wieder einkaufen gehen. Theoretisch. Das finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Muss man nicht von der Lane, verpasst keine Minion-Kills.
Was haben wir hier? Unsere Ulti, Target Location to deal Stun Targets vor 1,2 Sekunden, Launching Vermillion Backwards. Also ein Stun mit Escape-Funktion. Ist geil, um echt zu sein, gefällt mir jetzt zur Zeit gerade Vermillion besser als den ich davor die ganze Zeit gezockt habe, den Rook. Nein. So many targets, so little ammo. Na? Sie ist ab. Haut ab. Aber ich habe schon wieder ganz gut Kohle, muss ich sagen. Oh. Verstehe ich zwar jetzt nicht ganz, warum der Tower nicht ihn gefokust hat, sondern mich, aber so ist das halt. Wir können wieder einkaufen. Er kommt noch davon. Sieht auf der Midlane aus. Man hat wie gewohnt von LOL auch mit Tab eine Übersicht, die ist etwas anders als bei LOL, aber in Ordnung. Hier sehen wir die Level aus beiden Teams, können unsere eigenen Kill-Death-Counter ansehen und unsere eigenen Stats hier. Das wird wohl Attack Damage, Angriff Speed, Rüstung und Magieresistenz sein. Würde ich einfach mal schätzen. Bei den anderen, bei seinen Teammates und bei den Gegnern sieht man leider nur Kills und Assists zusammengefasst und kann sich die Deaths gar nicht ansehen. Also man sieht leider nur seine eigenen Stats in der konkreten Übersicht. Bei den anderen sieht das dann so aus, da Kills und Assists 2. Bei den Gegnern auch. Da kann ich jetzt nicht sehen, wie viele Kills und Deaths oder Assists der jetzt insgesamt hat. Also im Einzelnen, im Konkreten. Zack, da haben wir nochmal eine gute Aktion gezogen und der Tower geht jetzt down hier. Zack, zack, Tower down. So muss das laufen. Ich finde die Champs, ehrlich gesagt, ziemlich cool designt. Auch mit den Zwischenrufen, die zwischendurch haben. You're talking to me? Finde ich echt gut. Gut gemacht. Wie viel Kohle haben wir? 1300. Gucken wir mal. Die Laterne kriegen wir. Shiny. Und warten wir eben noch ein paar Sekunden. Dann können wir noch das Heil-Elixier kaufen. Da haben wir es. Drücken G und rufen unser komisches Eichhörnchen. Da haben wir wohl irgendwie ein Goldmonster hier. Oh, er zieht ganz schön Schaden durch. Aber 205 Gold, das ist doch ordentlich, was? Da haben wir unseren Einkauf. Müssen wir zwar leider gleich auch direkt eine Pot von nehmen, aber geht. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, da war ich irgendwie kurz. Das war seine Ulti wahrscheinlich. War ich scheiße. Jetzt habe ich meine Ulti verkackt. Komme ich da nochmal ran? Ja, da ist ein Slow.
Komm schon. Yeah, da habe ich gerade eben ist mir noch eingefallen, dass meine Schuhe noch einen Boost haben. Auf D. Der ist nur sehr kurz. Ich drücke den mal eben, zieh den mal durch. Zack, und er ist auch schon normal. Also ist wirklich ein sehr kurzer Boost nur. Aber hat auch nur 14 Sekunden Abklingzeit. Ist mir da gerade eben glücklicherweise noch eingefallen, dass ich den noch habe. Und so konnte ich mir dann da schnell unterm Tower noch den Kill weg snatchen. Wir kaufen nochmal ein. Können wir uns noch irgendwas holen? Irgendwas haben wir hier noch bekommen. Nochmal zwei Pots. Und es geht los. Ich weiß gar nicht, wie es bei unserem anderen Team aussieht, beim restlichen Team. Da ist gerade einer von uns gestorben. Da haben wir ein Zeug. Eine Lane ist SS. Hier aber übrigens sehe ich gerade die Aufladung von unserem Piercing Shot. Die gehen weg und wenn der letzte weg ist, jetzt fängt sie dann vorne an, weg, weg, weg und Piercing Shot. Und dann mache ich meine Schuhe an, um wieder wegzukommen hier. Zack, zack. Zack, zack. Oh, schade. Da hätte ich fast beide noch bekommen. Sehr knapp, sehr knapp. Aber man kann nicht alles haben. Wir können hier weitermachen mit dem Tower. Kill haben wir, schnell, oh, schnell raus hier und wieder eine Pot schlucken und da kommt die Olle auch schon wieder an. Wir hauen unseren Cheese Shot raus und saven unseren Kollegen. Jetzt müssen wir wirklich mal nach Hause. Retreat, die Flucht in die Base geht übrigens mit H, mit B, was man bei LoL ja zum Backport benutzt, geht man einkaufen. Zack, zack. Jetzt alles instantly gekauft. Bam. Und zurück auf die Lane. Vielleicht können wir hier unserem möchte gern Heimatdinger Robotertypen mal eben helfen. Indem wir hier von der Seite kommen. So many targets. Bam, bam und sehr gut. Kill abgegriffen. Oh, und der hatte sogar eine Killstreak. Also ich selber bin jetzt auf der Killstreak und ich habe für den Kill von ihm 400 Gold bekommen. Das ist ein ordentlicher Batzen Gold. Und machen wir mal den Tower hier down. Und ich sehe schon, die Botlane wird da gerade gut gepusht. Also muss ich mich mal wieder auf den Heimweg begeben. Zurück auf meine Lane. Nicht, dass ich jetzt gleich abgefangen werde. Hier sehen wir übrigens diesen komischen Sentinel-Engelfiech. Ja, kurz Schluck trinken. Dann muss ich auch nicht mehr ständig husten. Big Guns go boom! I'm walking here.
I'm walking here. Ah, ich sehe gerade. Schuhe besetzen gar keinen von unseren Equipmentplätzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer noch 6 Plätze frei. Was natürlich ganz geil ist. Oh fuck, da waren beide drin, ne? X und C und nochmal den Käseschuss. Nein, jetzt noch einen Versuch, einen Kill zu holen. Bisschen Schaden. Das war scheiße. Ich dachte, da wäre nur einer von den beiden drin. Ich dachte, da wäre nur er drin. Dann hätte sich das ja gelohnt. Aber da waren beide drin. Und die haben mich penetriert. Ne? An eine Health Pot komme ich wohl nicht mehr jetzt noch, bevor es losgeht. Da müsste ich zu lange warten. Also geht's so los. Schade, das war mein erster Tod. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht habe ich. Ah, Most Valuable Player und Top Gold per Minute. Geil, oder? Ich bin der MVP. Und ich mache am meisten Gold pro Minute. Zack! Haben wir uns auch wieder einen Kill gesneakt hier. Sehr schön. Baldir has been defeated. Unser Team hat Baldir geholt. Das gab wieder gut Kohle. Ah, ich bin ja am Überlegen, ob ich die Olle nicht noch hole. Leider ist jetzt abgehauen, als sie unseren Kollegen hier gesehen hat, sonst hätte ich die, glaube ich, mit meiner Ulti sogar holen können. Nein, Ulti daneben gehauen. Und da gibt es auch Verstärkung. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und mein Schuhboost, mein Schuhboost, mein Schuhboost. Nein! Nein! Fuck! Schade. Fast wäre ich noch entkommen. Fast hätte ich einen Kill geholt. Fast. 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 Ja, muss ich zugestehen, wahrscheinlich mein Fehler. Dass ich da mit meiner Ulti nicht getroffen habe, sonst wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Oh, Action, Action. I'm walking here. Action, Action. Egal, es hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch Most Valuable Player und wir haben das meiste Gold pro Minute. Na, ob wir uns hier den Sentinel holen wollen? Sentinel können wir uns nicht holen, da sind zu viele Leute hier. Der wird weggeschnatzt. Wie wär's jetzt mit dem Sentinel? Zack, den haben wir. Schuhboost an, wir verpassen ja das halbe Battle. Kriegen wir die Olle hier noch? Naja, die ist schon weg. Jetzt könnten wir uns hier den Sentinel holen eigentlich. Allerdings bräuchten wir dafür drei oder vier Leute.
Und es kommt niemand mit. Ich kann nichts einkaufen. Was? Activate Drive Items, ja. Ach so, ich kann nur den Typen natürlich durchschicken. Ich dachte gerade, dass ich den vielleicht nicht rufen kann, weil der schon unterwegs ist für einen anderen im Team. Aber doch recht, jeder hat seinen eigenen. Ich kann ihn nur nicht rufen, weil ich erst was in den Einkaufswagen packen muss. Und dafür bräuchte ich 2000 Gold. Na, geht nicht. Der killt mich hier gleich. Oh. Ich habe auch keine Pots mehr. Wir sind zu wenig Leute hierfür. Hier sind zu wenig Leute. Wo ist der Rest des Teams? Ah, oh, das ist so schade. Der ist fast tot, ey. Aber man braucht echt vier Leute, die mitmachen. Vier. So läuft das nicht. Ja, einkaufen kann ich gerade nicht. Ich brauche immer noch 2000 Gold und habe erst 1600. Treffen wir mal Mitte. Wir kommen zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Geht da irgendwas ab? Da geht doch was ab, oder? Zur Unterstützung! Bam, 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 bam. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie wär's jetzt mal mit dem Scheiß Sentinel? Wenn irgendjemand mitmachen würde. Und einkaufen. Wir brauchen nur mehr als drei Mann. Ach was? Ach was? Kratos will Mitte. Ja, soll er machen. Hier könnte man dann aussuchen. Ich denke, wofür die meisten stimmen, das würde dann gemacht werden. Ja, ich will hier weg. Bam, bam, bam. Wer ist dieser Damage? Also das wusste ich nicht. Von LOL kennt man das ja, Drake oder Nashor, die heilen sich dann irgendwann wieder, wenn sie nicht mehr angegriffen wurden. Resetten sich dann. Aber hier mit dem Sentinel offenbar nicht. Das wusste ich nicht. Natürlich jetzt auch leicht nach hinten losgehen können, hätten die einfach bemerkt, dass wir den Sentinel schon angefragt haben. Da kommt er. Der Übergorilla. Und wie man sieht, zack, ist wieder HP weg. Mit jedem Hit, den er macht, wird ihm Leben abgezogen. Nein, 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 nein. Nein, ich muss mich hier. Zu spät. Da habe ich gerade kurz den Überblick verloren.
Shiny. Egal, es war ganz gut. Tower. Und das Ding, doch nicht gefrackt. Bei denen ist er hier der Most Valuable Player. Mann, den Pokal. Wie heißt denn der Fatzke? Ace. Ist er das? Nee. Der andere, der Dicke. Der ein bisschen was von Garen hat mit seinem Schwertrumwirbelteil. Ja, hier. Ich weiß nicht, wie man hier markieren kann auf der Map. Zack, zack, den rasieren wir ganz schön weg, aber ich habe auch schon ein bisschen Damage eingesteckt. Da muss ich mal eine Pot einschmeißen. Diese Caprice macht ganz schön Schaden. Und ich muss mal Bot defen jetzt, aber ich glaube nicht, dass der noch weiter pusht. Vielleicht können wir ihn hier irgendwo abfangen. Im Busch oder so, wenn er nicht schon. Ne, der hat sich schon back teleportiert. War eigentlich klar. Next Level Cheese Shot. 1000 Gold, kann ich bestimmt was einkaufen, oder? Irgendwas. Noch einen Trank und rufen. Ja, hier, Most Valuable Player. Down. Bam, 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 bam. Oh, hier ist gerade Action. Nein! Ja, sie. Wow, 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 wow. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Schütz mich. Na, hier ist noch der scheiß Tower. Müssten wir uns natürlich erstmal holen jetzt. Dafür müssen wir erstmal die scheiß Lane hier durchpushen. Hat jemand denselben Gedanken wie ich? Zack, 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 zack. Forget about it. Die Waves sind hier kleiner, fällt mir gerade auf. Got it. Vier Minions. Nochmal gut Kohle bekommen. Da können wir noch was kaufen. Na, guck mal, wo wir jetzt Piercing Shot aufgelevelt haben. Jetzt sind es auch schon nicht mehr vier Schüsse wie vorher, sondern nur drei. Ich hatte schon gewundert, das kommt irgendwie so oft vor, dass der Piercing Shot kommt. Gold, Gold.
Gold. Hier ist alles weg. Forget about it. Da haben wir gerade ganz schön ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Also eigentlich stimmt das gar nicht, sondern nur ich. Ich habe ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Zack, 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 zack. So many targets. Creep so kills. Ooh, shiny. Pots haben wir schon. Get ready. Slide in. Bam.
Haben wir bekommen! Haben wir! Auch wenn die bald Deal gemacht haben. Wir haben jetzt Kratos hier im Anmarsch. Generator destroyed. Für Generator, diese Inhibitoren, gibt es auch ordentlich Kohle, aber ich glaube, das war's jetzt schon, oder? Ein Match gewonnen. Champions of the Arena. Oh yeah. Und Most Valuable Player. Leaf Game. Zack, das ist jetzt der Übersichtsbildschirm. Nach dem Match hier, Vertrun. Die geben unterschiedlich gute Rewards, Belohnungen. Wir nehmen mal die goldene Mitte und die 6, das ist schon, ich glaube es gibt noch eine größere, aber die Mitte erwischt. Die geben uns hier Crafting Material, komisches Zeug und Food gegen Kristalle, die kann man wahrscheinlich gegen Echtgeld kaufen, könnte man jetzt noch eine Box aufmachen. Brauchen wir aber nicht. Hier haben wir nochmal unsere Titel, die wir bekommen haben. Best looking, it's hard looking this good. Keine Ahnung, könnte vielleicht sein, dass ich am meisten Equip hatte oder so. Team Spirit, Revenant isn't the only one we got this team. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich am meisten Assists auch noch. Nein, hatte ich nicht. Keine Ahnung. Close Results. Und jetzt sehen wir hier, wir bekommen Food für Pets. Das erste Pet bekommt man geschenkt, kann man sich aussuchen. Das zweite kann man sich für 50 Food kaufen. Und das dritte Pet kostet dann schon 250 Food. Also es wird immer mehr pro Pet. Da muss man dann schon ein paar Runden gezockt haben, um sich das dritte Pet gekauft zu haben und dann das vierte und so. Dann kommen wir zum Schnauze, zum Crafting. Beim Craften könnten wir uns jetzt zum Beispiel, was hatten wir hier? Dieses hier, ich weiß gar nicht, hatten wir die im Power Bracer? Kann sein, egal. Wir nehmen die Empower Bracer. Das ist, glaube ich, automatisch drinne. Und jetzt könnten wir noch was anderes dazu hauen. Und zwar könnten wir zum Beispiel dieser Empower Bracer, die im Moment 7 Power gibt und 110 HP, könnten wir noch mehr Power draufhauen. 16 Power zum Beispiel, zack. Dann gibt die nochmal zusätzlich die 16 Power. Dafür müssten wir jetzt Zeug auf zahlen, keine Ahnung. Acceptable, also hier kommen dann die auch die Crafting-Chancen. Da das jetzt schwieriger zu craften war, war das ineffizient. Und meine Components are far too expensive for this recipe. Ach so, das würde sich nicht lohnen, weil der Power Bracer würde jetzt nur 550 kosten. Würde ich das Teil dann auch reinhauen, dann würde, das ist eine Art Anfangs-Item eigentlich, dann würde das Item, ein Anfangs-Item, sowas wie, keine Ahnung, Doran's Shield oder irgendwie sowas in der Richtung, würde dann 3400 kosten, hat und zwar auch einen ordentlichen Effekt, aber wäre dann halt kein Anfangs-Item mehr. Aber jedenfalls könnte man das dann hier mit 40 oder sowas, könnte man das dann craften und hätte dann dieses Item in-game, kann man sich kaufen mit den Zusatzeffekten, die das hier bringt beim Craften.
Ich glaube aber, diese Items halten nur, je nachdem, ich glaube, man könnte auch besser drin werden und so, halten dann nur bestimmte, wenn ich das craften würde, würde es eine Woche halten oder sowas und wäre dann wieder kaputt. Und ich müsste mir dann wieder was Neues zusammen craften oder dasselbe nochmal. Je nachdem. Das war das Craften und dann haben wir Enchantment. Ich habe keine Ahnung, was Enchantment ist. You must craft. Achso. Da kann man dann anscheinend gecraftete Items nochmal weiter Welcome, verzaubern. Hero. A customer. Finde ich lustig. Da gibt es noch ordentlich Möglichkeiten zu kombinieren und sich was Eigenes zusammenzubauen, damit man sich spezialisieren kann. Das war Strive von mir, von den Losers. Ich finde, es ist ein geiles Game. Ich halte euch über Änderungen auf dem Laufenden. Haut rein, Muchachos!